Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Anhaltischen Landeskunde, sehr geehrte Gäste, ich freue mich sehr, dass wir uns alle heute hier treffen können wieder in so großer Zahl und hoffentlich zu einem sehr schönen Abend. Und ich denke, Herr Möller kann uns zur Möbelindustrie, zur Geschichte der Holzverarbeitung in Dessau so einiges erzählen. Unsere Stadt hat eine lange Tradition in der Holzverarbeitung und Möbelherstellung. Sie alle oder viele von Ihnen kennen Firmennamen wie Tuchmann, Eschebach, Braunsdorf oder Richter, die den Wirtschaftszweig in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt haben. Vor 2 Jahren haben wir von dem Nachkommen des Sägewerks, Dampfsägewerks Richter, einen kleinen Nachlass oder ein kleines Konvolut an Unterlagen erhalten und 2, 3, 4 Stücke habe ich in die Vitrine gelegt. Wenn Sie nachher also noch Zeit und Lust haben, werfen Sie bitte einen Blick in die Vitrine, die rechts von mir, links von Ihnen an der Wand steht. Ein Höhepunkt fand dieser Teil der Dessauer Wirtschaftsgeschichte mit dem VEB Möbelwerk Dessau ab der Mitte der 1960er Jahre. Ab 1979 war Dessau sogar Sitz eines Möbelkombinats mit mehr als 50 Teilbetrieben. Sehr bekannt und gefragt waren Küchen- und Badmöbel aus Dessau, zum Beispiel das 1987 entwickelte Küchenmöbelprogramm Wörlitz. Zwar wurden nach 1990 wesentliche Teile des Betriebes stillgelegt, doch konnten sich einige kleinere Möbelhersteller etablieren und setzten die Möbelherstellung in unserer Stadt bis heute fort, zum Teil sozusagen in Maßarbeit und zum Teil auch sozusagen in Serienfertigung. Heinz Möller, den ich sehr herzlich begrüße und freue mich, dass Sie mit Ihrer Frau heute hergekommen sind. Er forscht seit vielen Jahren die Geschichte der Holzverarbeitung und Möbelherstellung, nicht nur in Dessau-Roßlau, und versucht, noch bestehende Wissenslücken zu finden und zu füllen. Er stellt diesen wichtigen Teil der Wirtschaftsgeschichte unserer Stadt jetzt gleich in seinem Vortrag die Entwicklung des VEB Vivena und des Möbelkombinats Dessau vor. Heinz Möller stammt aus Oranienbaum. Nach dem Abitur erwarb er in einem Fernstudium an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg den Abschluss als Diplom-Ökonom und ab 1979 arbeitete er im VEB Möbelkombinat Dessau und später im VEB Möbelkombinat Berlin. Nach der Friedlichen Revolution war er zuletzt ab 1995 als freiberuflicher Lehrbeauftragter bzw. Gastdozent an verschiedenen Fachhochschulen tätig, unter anderem an der Technischen Fachhochschule in Wildau. Und da hat er BWL Controlling, wie das heute heißt, und Grundlagen der Volkswirtschaftslehre unterrichtet. Und daneben beschäftigt er sich bis heute sehr intensiv mit der Geschichte der Holz- und Möbelindustrie der DDR und auch der Zeiten davor und hat zahlreiche Aufsätze und Bücher zu diesem Thema verfasst. Einiges hat er mitgebracht heute, wird er sicherlich gleich noch was dazu sagen. Und auch im letzten Dessauer Kalender war er aber in dem Fall nicht zur Möbelindustrie, sondern zum Hermetisator, also zu einer Firma Metallwerke Winkler & Co. in Dessau aktiv und hat uns einen Beitrag für den Dessauer Kalender 2023 geliefert. Auch dafür vielen Dank. Und auch in den nächsten Kalendern werden wir von Herrn Möller noch hören und lesen können. So, da meiner Worte genug. Ich mache hier aus. Mikrofon ist noch an. Ich danke Ihnen fürs Kommen und freue mich auf Ihren Vortrag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Gebäude da oben werden viele von Ihnen kennen. Das Möbelkombinat Vivena Dessau saß dort und dann das Möbelkombinat Dessau. Und vor einigen Jahren habe ich dort angefangen zu arbeiten, also konkret 1979. Ja, okay. Konkret 1979 habe ich in dem Gebäude angefangen zu arbeiten. Wenn Sie da ganz links sehen, in der zweiten Etage, da saß weiter hinten der Generaldirektor und zeitweilig war dann mein Arbeitsplatz da in der Mitte.
Und der letzte Generaldirektor des Möbelkombinates, Wolfgang Jacobi, ist vor einiger Zeit gestorben. Den habe ich aber vor 3-4 Jahren durch Zufall in Berlin, also ich lebe in Berlin, durch Zufall in Berlin wieder getroffen. Und er hat mich auf die Idee gebracht, mich dann mit der Geschichte des Möbelkombinates und der Betriebe zu befassen. Und ich habe festgestellt, das ist ein ganz spannendes Thema. Da vorne sehen Sie zwei oder drei Bücher, zwei Bücher und einen Kalender, wo ich einen Artikel veröffentlicht habe. Und ich denke, dass dann noch mehr erscheint und dass es auch noch weitere Artikel hier in dieser im Heimatkalender geben wird. Im ehemaligen Sägewerk Dessau und dann später im Möbelwerk Dessau gab es eine Frau Rieke. Frau Rieke war eigentlich ihr ganzes Leben lang Hauptbuchhalter und Frau Rieke hat ein sehr umfangreiches Betriebsarchiv gesammelt. Das Bild sehen Sie davon natürlich nicht. Aber was ich nach wie vor suche, ist das Betriebsarchiv oder zumindest Teile. Wenn Sie also alle mal in Ihren Keller gehen würden und die Türen aufmachen und dann noch sowas finden, dann habe ich immer großes Interesse, denn es gibt sehr viele Wissenslücken. Gerade zu Dessau, zum Möbelwerk, in anderen Regionen, wo ich dann schon tätig war, ist es nicht ganz so schlimm. Aber hier in Dessau gibt es also wenig Unterlagen. Das werden Sie dann nachher auch noch hören, dass ich dann immer wieder sage, da gibt es nicht sehr viel zu sagen. Und dann überspringen wir eine ganze Reihe von Zeiträumen, wo es dann eben nichts zu sagen gibt. Ein paar Worte zur Vorgeschichte. Sie sehen, das habe ich nur ganz schnell aufgezählt, was es so alles gegeben hat hier im Raum Dessau. Für mich interessant war die Firma Bischof AG in Coswig. Dort wurden Gehäuse für Sprechmaschinen hergestellt. Sprechmaschinen hieß das eben früher. Heute nennen wir Radio, das ganze Radio. Und ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben. Der konnte leider in Coswig nicht veröffentlicht werden. Ich hoffe, dass ich das dann hier mit Herrn Dr. Kreisler hinkriege. Bilder von so einem Gehäuse von Sprechmaschinen habe ich nicht mehr gefunden. Auch da gibt es eben nichts. In Oranienbaum gab es die Stellmacherei Trimpler und Glasner. Da gibt es so eine schöne Geschichte aus den 60er Jahren ungefähr. Dort wurden Schlitten hergestellt. Und da hat der Betrieb in den 60er Jahren plötzlich keine Kufen, also Stahl für Schlittenkufen, und hat dann eine Eingabe gemacht und dann war das Material natürlich kurze Zeit später prompt in seinem Betrieb. Sie sehen andere Namen, die dort eine Rolle gespielt haben, die hier eine Rolle gespielt haben. Zur Firma Richard Kohl habe ich schon was veröffentlicht, vor 2 Jahren im Heimatkalender. Und dann kommt eine Firma, Holzindustrie Berlin-Dessau. Dazu steht ja auch einiges drin in dem Artikel über den Hermetisator. Die Holzindustrie Berlin-Dessau AG war also dann schon einer der größeren Firmen. Sie sehen 1929 über 300 Arbeitnehmer gab es damals und sie haben ihre Erzeugnisse ja auch exportiert, also nach Österreich, Holland und so weiter. Irgendwann ist die Firma dann insolvent geworden und nicht mehr existent. Und hier gibt es ein ganz konkretes Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen genau nenne, aber der Heimatverein in Dessau-Alten hat ein Heft herausgebracht, Heimatgeschichte von Alten, gleich nach der Wende. Die Möbel, die Sie dort vorne sehen, sollen in der Holzindustrie AG hergestellt worden sein. Ich muss das so vorsichtig ausdrücken, weil ganz einfach die Autoren damals vergessen haben, ihre Quellen offenzulegen. Das heißt, wo die Bilder herstammen, weiß ich nicht mehr. Kann ich auch nicht sagen, deswegen verwende ich die auch so gut wie gar nicht. Wenn die jemand kennt, vielleicht hat noch jemand sowas zu Hause stehen, ist das immer interessant. Also dort wird der konkrete Nachweis gesucht, aus welcher Quelle diese schönen Möbel, diese Bilder von diesen schönen Möbeln stammen. Dann gibt es noch eine wichtige Firma, das ist die Firma Tuchmann. Dazu habe ich schon einen Artikel fertig, den muss ich bloß noch abschicken.
hierher. Und die Familie Tuchmann war also eine jüdische Familie, hat einen umfangreichen Stammbaum, den man dann auch veröffentlichen kann. Und sie stammen aus Bayern. Philipp Tuchmann hatte also irgendwann mal Probleme mit der Obrigkeit. Er hat gelernt, Kaufmann für Hopfenvertrieb und hat dann irgendwann angefangen, auch Holz zu verkaufen. Er musste einen neuen Reisepass beantragen, das müssen wir heute auch nach wie vor. Nur damals war das eben dann noch nicht so ganz geregelt und dann hatte er plötzlich Ärger mit dem Polizeibeamten, was das auch immer war, und er hat den bisherigen Reisepass zerrissen. Und dann ist Tuchmann ganz schnell nach Dessau ausgewandert. Da gibt es die schöne Geschichte, die steht dann auch in dem Artikel, dass er 3 oder 4 Tage von Bayern bis nach Dessau gebraucht hat. Also ein Stückchen Zug, ein Stückchen Pferdekutsche, dann wieder Zug. Irgendwie ist er dann hierher gekommen und hat dann die Firma Tuchmann und Sohn gegründet, Dampfsägewerk, die dann auch sehr umfangreich produziert hat. Als Jude hatte er natürlich dann große Probleme. Die meisten der Familie Tuchmann konnten ins Ausland gehen. Einer der Tuchmänner, ich habe den Vornamen vergessen, ist in Italien, ich glaube 1943, erschossen worden, weil er mit den Widerstandskämpfern zusammengearbeitet hat. Das Eigentum der Firma Tuchmann unterlag also dem schönen Namen Reichskommissar für die Behandlung feindlichen Vermögens. Den Begriff habe ich so vorher auch nicht gesehen. Er wurde dann irgendwann enteignet und ein Konsul, Gustav Merker, hat dann die Firma gekauft. Und dieser Konsul spielt nach dem Krieg dann noch eine Rolle, denn nach dem Krieg kam der Herr Merker wieder und hat dann das Geschäft erneut übernommen. Da sehen Sie, gibt es noch einen schönen alten Briefkopf von der Familie Tuchmann, von der Firma Tuchmann. Und 1948 hat also Gustav Merker einen Vertrag, Gesellschaftsvertrag abgeschlossen. Die Kopie liegt vor. Und dort hat er ausdrücklich seiner Gattin und seinen Kindern gestattet, Geld in die Firma mit einzubringen. Also die Frau Tuchmann brauchte die Erlaubnis ihres Gatten. Stammkapital 100.000 Reichsmark. Und irgendwann ist er noch in die BRD umgesiedelt und dann wurde das Ganze enteignet. Und dann gibt es einen Übergang zum VEB. Den konkreten Übergang können wir wieder nicht so richtig nachweisen. Es ist zu vermuten, dass die Firma Gustav Merker als KWU, also kommunales Wirtschaftsunternehmen, tätig war. So 1947, 48 gab es ja in größeren Städten kommunale Wirtschaftsunternehmen. Und dann gibt es ein konkretes Datum, nämlich zum 1.7.1952 wurde der VEB Vereinigte Sägewerke Dessau gegründet. Das ist also konkret nachweisbar. Und dann sehen Sie, gab es mehrere Betriebsteile. Also in Jever-Bergfrieden gab es etwas, in Dessau natürlich, in Heidelberg und in Leutz, also ziemlich weit im Norden. Da ist zu vermuten, dass es dann später ein großes Dübelwerk geworden ist, was auch zu DDR-Zeiten noch lange produziert hat und dann irgendwann wieder abgewickelt wurde. Interessant, das sehen Sie, die Zahl da unten. Es waren viele Frauen zur Gründerzeit tätig. An einer anderen Stelle, das ist eine andere Chronik. In Salzwedel gibt es einen schönen Betrieb, ein Möbelwerk, ein Küchenmöbelwerk gab es. Und da ist dann konkret bekannt, dass 1951 eine Frau mit einem konkreten Namen, der auch vorliegt, tätig war. 20 Jahre später waren es dann 20 Frauen. So, und jetzt sind wir also in der Neuzeit und dann ist die Frage, wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Jetzt gibt es zwei schöne Bilder.
die sind mal veröffentlicht worden in der Zeitschrift Holzindustrie. Und hier gibt es den Meister, den Herrn Thierich, der solche Obsttorten auf Qualität kontrolliert hat. Und den Holzplatz, den Sie da hinten sehen, gab es auch. Sie sehen da eine große Kranbahn stehen. Und es muss dann in den 50er Jahren einen großen Brand gegeben haben, wodurch dann die Kranbahn ziemlich beschädigt wurde. Es gibt einen nächsten weiteren konkreten Nachweis zum Sägewerk Dessau. Da wurde 1954 mal eine Konferenz in Zeulenroda veranstaltet. Zeulenroda war also ein großer Betrieb, schon damals nach dem Krieg ein sehr großer Betrieb der Möbelindustrie tätig. Später war es dann ein großes Möbelkombinat Zeulenroda, ein sehr bekanntes. Und dort auf dieser Konferenz trat ein junger Mann aus Dessau auf, Gerhard Fries, und hat dann aus seiner Tätigkeit erzählt. Großes Problem muss also damals gewesen sein, dass die Sägeblätter für diese Gattersägen nie so richtig geschärft werden konnten. Er hat dann da so einen schönen Vorschlag gemacht, der dann sicherlich irgendwie berücksichtigt wurde. Und wenn ich solche Namen bringe, ist natürlich immer die Frage, gibt es denn noch Nachkommen, die das vielleicht noch wissen, die dann wissen, was der Herr Fries damals im Sägewerk konkret gearbeitet hat. So, und jetzt sind wir also in einer Zeit, ab Mitte der 50er Jahre, wo wir gar nicht so sehr viel wissen. Es gibt mehrere Unterlagen zu Jahresabschlüssen. So wie heute jedes Unternehmen einen Jahresabschluss aufstellen muss, war das zu DDR-Zeiten natürlich auch tätig. Und der Jahresabschluss von 1957 enthält einen wichtigen Namen, Rudi Jeckel. Rudi Jeckel hat angefangen beim Wirtschaftsrat des Bezirkes Halle, ist dann später Betriebsdirektor geworden hier in Dessau und ist dann also nach Ribnitz-Damgarten gegangen. Einige von Ihnen wissen vielleicht, in Ribnitz-Damgarten gab es ein großes Spanplattenwerk. Die DDR hat also ja eine ganze Reihe von großen und dann später sehr modernen Spanplattenwerken gebaut. Und Rudi Jeckel war dann lange Jahre dort erfolgreich als Betriebsdirektor tätig. Und da kommt dann zum ersten Mal der Name Hauptbuchhalter Vorrige. Es ist noch nicht mal der Vorname richtig bekannt, es steht überall nur Wehrige. Kennt jemand den Vornamen? Ihr kennt ihn bloß als Mutter. Ja, okay. Ja, als Mutter, die Bezeichnung weiß ich auch noch, das ist schon klar. Aber der richtige Vorname Weh, was heißt das denn nun Weh? Ist zurzeit nicht. Vielleicht steht es da drin. Ja. Ja, okay. Ja. Hedwig? Also. Aha, na gut. Also, ich habe eine Abkürzung gelesen, Weh, Rieke, aber ich will mich da nicht streiten. Vielleicht lässt sich sowas noch finden, das muss ich sehen. Das war sicher der Mann, denn der war ja auf der Spanplatte in Oslo. Ja, das weiß ich. Aber den Artikel, ja, den Artikel, auf den ich mich beziehe, hat Frau Rieke geschrieben, denn da steht eindeutig Frau Rieke.w. So ist das manchmal. Ja, aber mit Frau als Vorspann, na gut, es soll auch jetzt egal sein. Also Sie sehen, die Frau Rieke war ihr Leben lang Hauptbuchhalter hier in Dessau. Ich erzähle nachher noch was von einer Parallele, von einer anderen Frau, die ihr ganzes Leben so etwas getan hat. Es gibt dann zumindest noch die Aussage, dass hochwertiges Importholz im Sägewerk in Dessau verarbeitet wurde. Und das Problem damals war dann, dass zwar Importholz eingeführt wurde, teures Holz, hochwertiges Holz, aber die Abnehmer vom Sägewerk Dessau eben nur noch relativ geringwertigere Kanthölzer haben wollten. Also das Holz war zu teuer eigentlich für die Produktion, die damals getätigt wurde. Und
Da gab es dann eine ganze Reihe von Festlegungen, die dann wahrscheinlich eingehalten wurden, umgesetzt wurden. Der nächste Name, der dann auftaucht, ist Otto Strich. Ab wann er genau Betriebsdirektor war, ist auch wieder nicht so richtig bekannt. Es ist nur der Name bekannt, er war auch nicht so lange Betriebsdirektor. Sie werden nämlich gleich merken, mit dem nächsten Jahresabschluss, den ich dann habe, kommt auch ein neuer Name. Jetzt müssten wir mal noch eine Feststellung treffen. Wie ist denn eigentlich das Spanplattenwerk in Roßlau entstanden? Und da wissen wir wieder etwas, nämlich Ende der 50er Jahre hat das Sägewerk hier in Dessau eine Entscheidung getroffen, die ganz zukunftsträchtig war. Die Entscheidung lief ganz einfach darauf hinaus, dass hochwertiges Importholz natürlich nicht ewig eingeführt werden konnte. Sie wissen, dass Devisen nicht vorhanden waren in der DDR und das Aufkommen insgesamt an solchen Hölzern geht ja irgendwann auch mal zurück. Aus dem Grund wurde dann die Entscheidung getroffen, dass das Werk Roßlau als Spanplattenwerk aufgebaut werden soll. Und es war nicht nur die allgemeine Feststellung Spanplattenwerk, sondern man hat da eigentlich schon ein ganz modernes Konzept verfolgt, nämlich ein Vorfertigungszentrum aufzubauen. Es wurden also nicht nur die Spanplatten an sich hergestellt, sondern sie wurden gleich verarbeitet und mit Folie bezogen und dann bestimmte Vorfertigungen, bestimmte Arbeitsgänge wurden dort auch schon realisiert. Das Interessante am Spanplattenwerk ist dann die Tatsache, dass es das erste Spanplattenwerk in der DDR war, was mit eigenen Aggregaten ausgestattet wurde. Das hat also eine ganze Weile gedauert. Es gibt da einen umfangreichen Schriftverkehr, den ich auch wieder habe. Also die Kopien immer natürlich nur. Einen umfangreichen Schriftverkehr über viele Probleme beim Bezug solcher Aggregate. Es ist trotzdem relativ planmäßig 1960 in Betrieb genommen worden, aber die geplante Leistung, das ist nun nicht so sehr verwunderlich, konnte noch nicht umgesetzt werden. Zu der Zeit war eben auch Rudi Jeckel immer noch anwesend. Also das ist so Ende der 50er Jahre, 1958, 59 sind die Arbeiten zum Aufbau des Spanplattenwerkes alle gelaufen und da war Rudi Jeckel ja noch in Dessau tätig. Und jetzt müssen wir noch ein wenig Geschichte betrachten, nämlich im ungefähr im Jahr 1960, ganz genau ist es auch nicht mehr nachvollziehbar, begann die DDR sich mit der Entwicklung der Möbelfolie zu befassen. Da gab es ein großes Möbelwerk in Werdau und es gab noch ein oder zwei andere Möbelwerke, die haben sich mit der Entwicklung einer Folie, also eines Stück Papiers, was bedruckt wird, befasst. Bis dahin hat man eben die Möbel alle noch mit Farbe bestrichen. Die mussten lackiert werden und mussten dann poliert werden. Und dann gab es immer noch so eine Ritztechnik, da konnte man so ein wenig die Holzmaserung und die Eindrücke, die dann da entstehen, nachahmen. Mitte der 60er Jahre, 1963, 64, begann dann der VW Möbelfolie in Biesenthal, die Möbelfolie für die gesamte DDR herzustellen. Und in Biesenthal wurden dann umfangreiche Investitionen getätigt mit großen Importen aus der BRD. Und der Betrieb Möbelfolie Biesenthal hat dann also später die gesamte Möbelindustrie der DDR mit Möbelfolie beliefert. Nur ein ganz geringer Anteil an Möbelfolie wurde exportiert. Alles andere wurde für die Möbelwerke in der DDR hergestellt. Die zweite Entwicklung, die in der Zeit stattgefunden hat, war die Entwicklung bzw. der Übergang zur Spanplatte in Möbelqualität. Auch das begann so Anfang der 60er Jahre und mit beiden Entwicklungen, also der Möbelfolie und der Spanplatte in Möbelqualität, konnte man dann auch einen großen Schritt in der Arbeitsproduktivität realisieren.
Bis dahin wurde das Möbelstück ja sehr oft aus einer Tischlerplatte gebaut. Also so eine Tischlerplatte war eigentlich nichts weiter als ein paar Holzleisten, die man in irgendeiner Form zusammengelegt hat, zusammengestellt hat. Und die Tischlerplatte wurde dann mit einem Sperrfurnier und einem Deckfurnier beklebt und war dann die Außenhaut des Möbelstücks. Das ist also einer der wenigen Bereiche, wo die DDR weltweit führend war, die Entwicklung der Möbelfolie. Die BRD und Japan haben noch umfangreiche Entwicklungen getätigt. Aber hier war eben von vornherein die Zielstellung, dass der Betrieb Biesenthal nur für die Möbelwerke im Inland produziert ist. Dafür, und das wissen Sie wieder mehr oder weniger alle, dafür hat die Möbelindustrie der DDR einen Großteil der Möbel, was heißt einen Großteil, einen relevanten Teil von Möbeln exportiert. Sowohl in das westliche Ausland als auch in die UdSSR zum Beispiel. Es gab einen Betrieb in Eisleben, VEB Möbelwerke Südharz Eisleben, der hat Schlafraummöbel, Schlafzimmer für die UdSSR hergestellt. Und es waren nicht bloß ein paar, sondern das war während der gesamten Existenz des Möbelwerkes ungefähr 1,5 Millionen Schlafzimmer. Also eine Menge, die wir uns kaum vorstellen können. So, zu dem Betrieb Biesenthal hatte ich das Glück, die Chronik zu schreiben. Das heißt, der Betrieb hat noch überlebt, den gibt es heute noch. Da gibt es also eine Chronik, die Sie auch kaufen können, die ich Ihnen gern verkaufen würde. So kann man es auch sagen. Und hier gibt es die schöne Parallele zwischen Frau Rieke und einer Frau Christa Lenz. Frau Lenz hat Zeit ihres Lebens, ja, am Anfang nicht ganz, aber Zeit ihres Lebens als Hauptbuchhalterin gearbeitet. Und sie war diejenige, die den Betrieb nach der Wende gerettet hat. Sie hat also das Stehvermögen gehabt und das Durchsetzungsvermögen und hat sich bei der Treuhand durchgesetzt und der Betrieb existiert heute noch. Frau Lenz ist vor zwei Jahren ist es ja, in Rente gegangen. Frau Lenz hatte ein stolzes Alter mit Renteneintritt, was schon etwas später liegt, nämlich 80 Jahre. Ich hatte dann das Glück, dass ich mit eingeladen wurde zu ihrer Abschiedsfeier. Sie hat aber ihr Haus neben dem Betriebsgelände in Biesenthal. Sie ist also nach wie vor tätig, das ist klar. Sie kann nicht mehr aufhören und betreut den Betrieb immer noch, zumal es natürlich heute große Probleme gibt, denn viele Möbelbetriebe sind weggebrochen und der Betrieb hat nach wie vor große Probleme, aber man kann hoffen, dass er überlebt. Das kleine Bild, was jetzt kommt, zeigt das Spanplattenwerk Roßlau. Ich denke, so Anfang der 70er Jahre, das kennen Sie vielleicht auch einige, die damit zu tun hatten oder die aus Roßlau stammen. So sah das Spanplattenwerk aus. Nach der Wende ist es irgendwann demontiert worden und ist nach Pakistan verschifft worden. Ob dann die Schiffe irgendwann untergegangen sind oder ob das jemals angekommen ist, das weiß natürlich keiner mehr. So, und jetzt sind wir also Anfang der 60er Jahre. Aus dieser Zeit wissen wir wieder, dass es eine ganze Reihe von Erzeugnissen gab, zum Beispiel im Bügelbretter. Also hier gab es schon eine Konsumgüterproduktion, so hieß es natürlich damals nicht, im Sägewerk Dessau Bügelbretter und viele andere Dinge. Fässer waren ja nach dem Krieg noch als relevantes Verpackungsmittel groß im Umlauf. Irgendwann sind dann die meisten Fässer aus Holz eingestellt worden. Und heute finden wir das wahrscheinlich nur noch in der Alkoholherstellung. Und da sehen Sie, 1962 war dann das Spanplattenwerk Roßlau in der Lage, schon einen größeren Umfang an Spanplatten in Möbelqualität zu produzieren. Geplant war von Anfang an ein Volumen von 10.000 Kubikmetern. Der Betrieb hat dann
durch große Initiative, durch Eigeninitiative seine Leistung wesentlich, später wesentlich gesteigert. Jetzt gibt es eine schöne Episode, 1963. Auch das ist veröffentlicht worden, ich glaube in der Zeitschrift Tischler stand es mal irgendwann. Damals hat man für die Volkswerft Stralsund Decksplatten geliefert aus Importholz. Und irgendwie hat das Sägewerk dann gefuscht. So sinngemäß kommt das zum Ausdruck. Und die Volkswerft Stralsund hat sich dann öffentlich beschwert über die mangelhafte Qualität. Das Holz war also für die Decksplanken der Schiffe so nicht zu gebrauchen. Eine schöne, niedliche Episode. Heute würde das sicherlich so nicht mehr abgehen, dass man mit einem öffentlichen Brief seine Probleme darlegt. Bis dahin also hieß der Betrieb in Dessau VEB Vereinigte Sägewerke. Irgendwann wurde er umbenannt in VEB Holzverarbeitung Dessau. Wann ist auch wieder nicht so ganz klar bekannt. Eine Unterlage gibt es zumindest aber über die Tätigkeit als Küchenproduzent. Und jetzt wissen vielleicht wieder die Insider etwas anzufangen mit dem Begriff Erzeugnisgruppe. Die DDR hat ja viele organisatorische und vor allen Dingen Entwicklungsprobleme, also Entwicklung von Erzeugnissen über Erzeugnisgruppen realisiert. Und da gab es dann 1963 eine Erzeugnisgruppe Küchen, wo der Betrieb Dessau mitgearbeitet hat. Zu der Zeit gab es also diese drei Betriebsteile. Da sehen Sie Bernburg. Über den VEB Holzverarbeitung Bernburg gibt es wieder überhaupt keine Unterlagen. Das Einzige, was es gibt, ist ein schönes Bild aus der Leipziger Herbstmesse. Das ist 1959, da hat der Betrieb Bernburg so ein Schlafzimmer ausgestellt. Also es gibt, manchmal findet man eben durch Zufall schöne Sachen. Es gibt hier einen Messekatalog von 1958 ein und von 1959 ein. Da ist dieses Schlafzimmer aus Bernburg abgebildet. So, und jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Und jetzt sehen Sie, gibt es einen neuen Betriebsdirektor, Otto Dill. Hauptbuchhalter nach wie vor Frau Rieke. Und dann taucht noch ein Name auf, den einige aus dem Möbelkombinat noch kennen, noch gut kennen. Frau Christa Schneidewind hieß sie, glaube ich, war Sekretärin des Betriebsdirektors. Und dann hat sie mir mal erzählt, der Herr Dill wollte irgendwann, dass seine Sekretärin in die SED eintritt. Sie wollte das nicht. Und dann war Herr Dill in Urlaub und sie ist in einen anderen Bereich gewechselt und der Herr Dill hatte keine Sekretärin mehr. Frau Schneidewind hat mir eine ganze Reihe von Unterlagen bereitgestellt. Ich habe aber leider keinen Kontakt mehr. Ich nehme an, sie lebt auch nicht mehr. Sie war also auch irgendwie schon krank und ist dann auch verstorben. Jetzt gibt es eine erneute Zäsur, nämlich jetzt heißt plötzlich der Betrieb VEB Holzkombinat Dessau. Also zu damaliger Zeit gab es schon ein Kombinat. Dieses Gebilde, so wie alle Kombinate aus dieser Zeit, beruhen auf einem Gesetz, was 1958 veröffentlicht wurde. Sie sehen, der schöne, komplizierte Name ist mit den heutigen Schöpfungen von Gesetzesnamen vergleichbar. Ein Gesetz zur Vervollkommnung und Vereinfachung der Tätigkeit des Staatsapparates. In dem Gesetz wurden drei für uns wichtige Dinge geregelt. Nämlich erstens die Gründung von VVBs, also Vereinigung volkseigener Betriebe. Zweitens die Möglichkeit der Gründung von Kombinaten auf Bezirksebene. B heißt dann immer Bezirk. Und dort wurde noch geregelt, dass die Wirtschaftsräte der Bezirke gegründet werden. Also es gab in jedem Bezirk einen Rat des Bezirkes und dann hat man die Wirtschaftsräte der Bezirke geschaffen. Gleich nach dem Krieg, das habe ich hier nicht weiter verarbeitet, gab es in Halle gab es die
das Gebilde Industriewerke Halle. In diesem Gebilde Industriewerke Halle wurden alle damals verstaatlichten Betriebe vereinigt, und das hat man bald aufgelöst, und dann ist man später eben zu solchen Kombinatsgründungen gekommen. Das waren kleine Kombinate, nicht vergleichbar mit dem, was wir dann so ab Beginn 1979, 1980 vorfinden. Aus dieser Zeit stammt noch etwas Schönes, eine schöne Unterlage. Woher das kommt, zeige ich dann auch gleich noch. Im Jahr 1966 ist der Kooperationsverband Vivena gegründet worden. Vivena steht für Wittenberg-Weißenfels-Naumburg, das wissen Sie vielleicht. Dort gab es Betriebe, und dann hat man einen Kooperationsverband gegründet. Die haben also intensiv zusammengearbeitet, und dann entstanden aus diesem Kooperationsverband die Erzeugnisse, die Schrankwände, die wir heute noch mehr oder weniger unter dem Namen Vivena kennen. Ich gehe also in Berlin sehr oft ins Bundesarchiv, und da hat mich dann plötzlich mal ein Mitarbeiter angesprochen und hat gesagt, er hat eine Schrankwand von Vivena noch in Benutzung, und hat mir noch das Bild geschickt. Das habe ich heute nicht verarbeitet, aber das mache ich irgendwann nochmal in einer Veröffentlichung. Sie sehen also, damals gehörten zum Kooperationsverband Vivena das Holzkombinat, das Möbelwerk Wittenberg, der VEB Brückenmühle Weißenfels, daraus ist dann später VEB Kleinmöbel Weißenfels entstanden, und noch eine PGH. Und dann gab es einen Kooperationsrat. So, und jetzt gibt es wieder einen Rechenschaftsbericht. Sie sehen also, solche Rechenschaftsberichte haben sich noch im Landesarchiv in Merseburg erhalten, und die sind ja für den Leser, also für mich, auch für mich sehr zäh zu lesen, weil es dort sehr viel um buchungstechnische Fragen, um Finanzierungsfragen, um Fragen der Überplanbestände geht. Sehr oft findet man eben aber auch sachliche Informationen. Daher wissen wir also, dass dann 1968 das Holzkombinat mit diesen Werken existierte. Da sehen Sie Werk 1 in Halle. Später gibt es dann in Halle zwei Betriebe, den VEB Möbelwerkehalle und den VEB Polstermöbelhalle. Auch dazu habe ich schon eine größere Ausarbeitung in Halle veröffentlicht. Und dann gibt es Rossler, Dessau und Köthen. Der Betrieb Köthen ist dann später so wie Rossler Vorfertigungszentrum geworden, und in Köthen wurden dann so die konstruktionstechnischen Schritte an der Spanplatte, an der schon mit Dekorfolie versehenen Spanplatte realisiert. Aus dieser Zeit wissen wir, dass in Rossler eine erste umfangreiche Rekonstruktion stattgefunden hat, also in großem Umfang Investitionen getätigt wurden, um dann die Herstellung der Spanplatte mit Folienverarbeitung rationeller zu gestalten. Jetzt kommt ein Datum, was für die spätere Entwicklung der Möbelindustrie der DDR von ganz großer Bedeutung ist. Im Jahr 1968 hat man in der Regierung einen Beschluss gefasst, nämlich den Beschluss, die bis dahin in hoher Qualität existierende Herstellung von Holzbearbeitungsmaschinen der DDR einzustellen. Und man hat die Herstellung dieser Holzbearbeitungsmaschinen in das sozialistische Ausland verlagert. Das hatte ganz einfach zur Folge, dass die UdSSR und andere Länder im Osten nicht in der Lage waren, Qualität in solchen hochspezialisierten Maschinen zu realisieren. Alles das, was dann die DDR von dort erhalten hat, musste erst umfangreich umgebaut und einsatzfähig gemacht werden. Zu der Zeit also haben
In der BRD, im Maschinenbau für Holzbearbeitungsmaschinen, in den Firmen die Sektkorken geknallt, weil die alle wussten, jetzt ist die DDR nur noch auf den Import aus der BRD und Ostitalien angewiesen. Und das war das große Problem, das wissen Sie alle noch, mehr oder weniger sind ja viele da, die das Alter haben, aus der DDR zu kommen. Devisen waren immer knapp, das hat der Westen natürlich auch ausgenutzt und für die Möbelindustrie der DDR gab es wenig Investitionen. Dazu sage ich gleich noch was. Jetzt haben wir ein konkretes Gründungsdatum. Das lässt sich also konkret nachvollziehen. Das Möbelkombinat Vivena, Dessau, wurde am 01.01.1969 gegründet. Es hatte damals ungefähr 1500 Arbeitskräfte. Etwas davor wurde die VVB Möbel in Dresden gegründet, die dann größere Betriebe der Möbelindustrie der DDR geleitet haben. Und zu dieser VVB gehörten vier kleine Kombinate. Es ist ja ein relativ kleines Kombinat, vier Stück, also wie Vivena. Dann gab es das Kombinat Neu-Zehra, also jetzt muss ich überlegen, steht glaube ich für Neustrelitz. Zehra ist Zernsow und Rathenow für RA. Und noch zwei kleine Kombinate, das Möbelkombinat Eisenberg, das kennt man vielleicht auch noch so ein bisschen aus der Geschichte, und das Möbelkombinat Zeulenroda. Ansonsten waren es ungefähr 44, 45 Betriebe, die zu der VVB gehörten. Das Holzkombinat ist dann in das Möbelkombinat Vivena eingegangen. Jetzt wissen wir wieder nicht, wer das dann so genau am Anfang geleitet hat. Heinz Nimmig war dann später der Direktor des Möbelkombinates Vivena. Dessau zeige ich auch gleich noch, kommt gleich noch ein Bild. Heinz Nimmig war, glaube ich, auch eine Größe in Dessau, bekannt sicherlich bei vielen. Und ich hatte damals das Glück, als junger Mensch mit ihm, unter ihm zu arbeiten. Aus der Zeit gibt es noch etwas, was man erwähnen muss. 1972, also wissen Sie alle, gibt es die große Verstaatlichungswelle. Wenn man sich die Unterlagen zu diesem ganzen Thema ansieht, dann ist nicht so recht klar, warum das sich so entwickelt hat. Es gibt also Unterlagen, die belegen, dass lange Jahre in der DDR die PGHs bzw. Betriebe mit staatlicher Beteiligung gefördert wurden. Über viele Jahre ging das so. Und ab 1971 ungefähr hat sich dann die Sichtweise ganz schnell geändert. Und dann setzte eine Verstaatlichungswelle ein von solchen PGHs bzw. von den Betrieben mit staatlicher Beteiligung, die dann Mitte 1972 dazu führte, dass diese privaten Betriebe, bis auf wenige Ausnahmen muss man sagen, beseitigt wurden und alles verstaatlicht wurde. Bitte? 72. Ja, also damals gab es hier in Dessau die PGH Holzhandwerk, die wurde dann VBK für Kreis geleitet. Dessau lange Jahre war Betriebsleiter ein Herr Rutemüller und 1982 ist dann dieser kleine Betrieb an das Möbelwerk Dessau, müssen wir jetzt sagen, angegliedert worden. ...1972 gab es dann einen Ministerratsbeschluss. Der Beschluss hatte eine große Reichweite und Tragweite. Dort wurde nämlich für viele Betriebe der DDR ein Investitionspaket beschlossen, um verstärkt Konsumgüter herzustellen. Also die Unterlage hat einen Umfang von 60, 70 Seiten und die Möbelindustrie hat auch in großem Umfang dann Investitionen erhalten. Wenn Sie Leute aus der Möbelindustrie fragen, die dort lange Jahre gearbeitet haben, das Datum 18.10.72 weiß dann jeder noch aus dem Kopf, weil das eben nach vielen Jahren das erste Jahr war, wo dann wieder in größerem Umfang Investitionen für die Möbelindustrie bereitgestellt wurden. Und Sie sehen, die Möbelwerk Quedlinburg gab es dann auch, Möbelkombinat Dessau hat in umfangreichem Maße Investitionen erhalten.
der Betrieb in Weißenfels, Weißenfels Kleinmöbel, und da gab es noch ein Möbelwerk in Laucha, ein kleineres Möbelwerk. Und jetzt kommen die Vorfertigungszentrum aus Roßlau bzw. Alten, also der Betrieb Köthen. In Roßlau gibt es noch eine schöne Episode. Zu der Zeit hat die Schiffswerk in Roßlau so eine Holzhammermühle für Roßlau gebaut. Auch da war es nun schwierig, die ganz speziellen Aggregate für die Spanplattenindustrie zu beschaffen. Und da hat dann eben so eine Zusammenarbeit sehr gut geklappt. Dann gab es Möbelwerk in Zeitz. Zeitz kennen Sie alle von Zekiwa. Es gab aber eben auch zwei Möbelwerke. Das wurde später irgendwann zu einem vereint und noch ein Polstermöbelwerk. Dann gibt es Naumburg. Das Interessante dort ist, dass in Naumburg damals, also 1972, noch zwei Betriebe existierten, Raumgestaltung und Wohnkultur. Die wurden später zu einem Betrieb zusammengelegt. Und dann kommt noch eine schöne Sache, die ist dann für mich wieder ganz spannend. PUR, das ist also Polyurethan-Werkstoff, der für die Polstermöbelindustrie Verarbeitung findet, in der Polstermöbelindustrie. Und man wollte also Halle, das sehen Sie, in größerem Umfang rekonstruieren. Und da hat man dann eigentlich für mich zum ersten Mal ganz deutlich gesehen, das Trauerspiel um Investitionen in der DDR. Diese ganze Maßnahme wurde 2-3 Jahre, vielleicht auch 4 Jahre umfangreich diskutiert und später schlicht und einfach eingestellt, weil dieser Investitionsumfang für Bauinvestitionen nicht realisiert werden könnte, in der Möbelindustrie nicht realisiert werden könnte. Man hat solche Bauinvestitionen später in Zeulenroda und in Eisenberg realisiert, aber hier in Halle ist das ganze Vorhaben kläglich gescheitert. Jetzt gibt es wieder eine schöne Quelle, eine und noch eine nicht so ganz schöne. Eine Frau, Anne-Rose Seifert. Auch hier ist wieder der Name gesucht und die Nachkommen. Hat 1977 an der Parteihochschule in Berlin eine Diplomarbeit geschrieben über den Kooperationsverband Vivina. Diese Diplomarbeit habe ich natürlich gelesen, die ist also noch vorhanden, habe ich gelesen. Und der geringere Teil der Einleitung beinhaltet das, was zu DDR-Zeiten üblich war, also der Bezug auf die Partei und Staatsführung und auf wen auch sonst noch. Der größere Teil enthält sachliche Informationen. Aus dieser Quelle also ist eine ganze Menge an Wissen nachzuvollziehen über die Tätigkeit im Kooperationsverband Vivina Dessau. Es gibt noch eine zweite Diplomarbeit, da sehen Sie einen Namen, Steffi Zaumseil. Sie hat über das Möbelwerk in Alten und über die Arbeit von Kollektiven, von Arbeitskollektiven, irgend sowas geschrieben. Die ist nicht so spannend, da sind wenig Informationen für uns. Aber die erste Diplomarbeit, die ist also ganz spannend. So, und jetzt setzt so langsam das konkrete Wissen ein. Aus dem Jahr 1977 gibt es einen Registerauszug. In der DDR wurden also alle Betriebe in einem Register, in einem Betriebsregister aufgeführt. Und da habe ich eine ganze Reihe von Betriebsregistern. Und da wissen wir also, das Kombinat Vivena hatte zu dieser Zeit 1977 diese 5-6 Betriebe. Also Wittenberg, Halle, Polstermöbelhalle, Möbelwerk Naumburg, jetzt sehen Sie es nur noch ein Möbelwerk, das Möbelwerk in Halle, vorher war es das Polstermöbelwerk, Möbelwerk Zeitz und jetzt taucht noch ein Name auf, VEB Möbelwerke Südharz Eisleben. Das war also in Eisleben ein großer Betrieb, der in der Hauptsache Schlafraummöbel für die UdSSR hergestellt hat. Da gibt es dann wieder eine schöne Episode zu Beginn der 80er Jahre.
Sie wissen, dass das Klima in der UdSSR ja nun durch die Größe sehr unterschiedlich ist. Und wenn man dann so ein Möbelstück, was bei uns hervorragend aussieht, nach Sibirien liefert, dann setzt die Kälte ein. Und mit der Kälte ist die Oberflächenlackierung nicht mehr klargekommen. Das sah also aus wie ein Milchglas. Und die DDR hat dann lange gebraucht, also in dem Fall die Farbenindustrie der DDR, ich glaube es war Leuna, der den Rohstoff geliefert hat, lange gebraucht, um so ein Problem zu beseitigen. Aus dieser Zeit wissen wir dann auch konkret die Namen. Also Heinz Nimmig war zu der Zeit Kombinatsdirektor. Wann er angefangen hat, weiß ich nicht. Seine Frau ist tot und er ist schon vorher gestorben. Das ist also nicht zu finden. Günter Baruth ist auch so ein Name, der, glaube ich, bekannt war, dass er als Direktor für Produktion und Kooperation, später als Beschaffungsdirektor, Karl Lückemeier, Sie sehen, da gibt es noch ein paar Namen, die dann dort tätig waren und die ich auch fast alle noch kenne. Und jetzt gibt es ein schönes Bild, endlich mal. Heinz Nimmig also, sehen Sie, links der kleinere. Und Karl Lückemeier wohnt in Mosigkau auch, ja, stimmt das? Ich glaube, Mosigkau gelebt, ist vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gestorben. Er war lange Zeit technischer Direktor. Die spannende Frage, wann ist Heinz Nimmig Kombinatsdirektor geworden, ist leider wahrscheinlich nicht mehr zu beantworten. Er wurde dann Direktor für Produktion, als 1979 das große Möbelkombinat Dessau gegründet wurde. Dazu kommt gleich noch was. Jetzt zeige ich erstmal noch ein paar schöne Bilder, damit Sie ein wenig aufgemuntert werden. Das nächste Bild kennen vielleicht viele. Die Schrankwand, Vienna Favorit, die schöne Schrankwand. Und daneben sehen Sie das Bild von Sepp Haberer, der seit 1956 in Wittenberg Betriebsdirektor war. Bis ein Jahr vor der Wende ist er dann gestorben. Er hatte zwischendurch seinen Sohn verloren, durch einen einfachen Grippefall hat er seinen Sohn verloren. Und er hat einen schönen Satz geprägt, nämlich den Satz, den Sie da unten lesen können. Vivena soll zum Möbelbegriff werden. Das hat er Mitte bis Ende der 60er Jahre mal ganz deutlich gesagt. Das wurde auch sofort veröffentlicht in verschiedenen Zeitschriften der Möbelindustrie der DDR. Vivena wird Möbelbegriff und das ist, glaube ich, dann auch gelungen. So, und jetzt sind wir also im Jahr 1979. Im Jahr 1979 gab es eine Reihe von Kombinatsgründungen, speziell in der Möbelindustrie. Am 01.01.1979 sind zwei Möbelkombinate gegründet worden, das Möbelkombinat Riebnitz und das Möbelkombinat, ich denke, es war Zeulenroda. Die meisten Möbelkombinate wurden am 01.10.1979 gegründet, so auch das Kombinat in Dessau. Wenn Sie sich das mal ansehen, dann fällt Ihnen vielleicht etwas auf, wenn Sie noch so ein bisschen die Landkarte im Kopf haben. Diese Kombinate wurden mehr oder weniger territorial organisiert. Was man mit dieser territorialen Organisation nie beseitigen konnte, war die ungeheure Zersplitterung der Betriebe der Möbelindustrie. Die Betriebe der Möbelindustrie hatten also alle ganz viele Betriebsteile und Produktionsstätten und irgendwelche Werkstätten irgendwo verteilt liegen. Und das hat natürlich die Arbeit stark behindert. Wenn Sie da nochmal genau hinsehen, fällt Ihnen noch etwas auf. Da gibt es das Möbelkombinat Dresden. Das wurde zum 01.01.1980 gegründet. Und dann gibt es das Möbelkombinat, eigentlich müsste man in dem Fall, hätte ich schreiben müssen, Polstermöbelkombinat Oelser-Rabenau. Oelser-Rabenau liegt kurz hinter Dresden. Und da ist so die erste Inkonsequenz entstanden, die man später beseitigt hat. Das Möbelkombinat Oelser-Rabenau hätte gleich zum Möbelkombinat Dresden zugehören müssen. Das hat man später dann nachgeholt. Und so gibt es natürlich eine ganze Reihe von
Dingen, die man dann, wenn man sich näher damit befasst, feststellt, die dann die Konstrukteure dieses Kombinatsdenkens sehr inkonsequent angegangen sind. Es gab zum Beispiel im Möbelkombinat Berlin ein VEB Innenprojektierung Halle. Halle hat den Innenausbau für große Kultureinrichtungen realisiert. Und der Betrieb gehörte nicht zum Möbelkombinat. Dessau war für die beiden Bezirke Halle und Magdeburg zuständig. Kommt, glaube ich, auch noch mal was. Der Betrieb wurde an das Möbelkombinat Berlin angeschlossen. Der Grund ist nicht so ganz klar, aber Insider haben dann so gesagt aus der Zeit, der VEB Innenprojekt Halle hat viele Leistungen exportiert, sowohl in das sozialistische Ausland, also nach Moskau und andere Beispiele gibt es, als auch in das NSW. Und der Berliner Parteichef wollte sich den Zugriff auf diesen Export erhalten, ganz schlicht und einfach. Das sind so die vielen Inkonsequenzen, die man dann eingegangen ist. Neben diesen 7 Möbelkombinaten wurde dann also noch ein weiteres Kombinat gegründet, VEB HBM Leipzig, Holzwerkstoffe, Beschläge und Maschinen Leipzig, also als Zulieferkombinat, und dort gab es die meisten großen Spanplattenwerke. Die Spanplattenwerke waren nicht alle diesem Kombinat unterstellt. Es gab Roßlau, es gab das Spanplattenwerk in Riednitz-Damgarten und es gab noch ein Spanplattenwerk Klosterfelde, was zum Möbelkombinat Berlin gehörte. Und Sie sehen ganz unterschiedliche Größenordnungen. Also hier unten, Riebnitz und Oeser, sind 2 kleinere Kombinate. Der erste Kombinatsdirektor hier in Dessau war Klaus Geithner. Klaus Geithner ist vom Wirtschaftsrat des Bezirkes Halle gekommen. Er war ungefähr 2 Jahre tätig. Er hat relativ glücklos agiert und ist dann bald wieder abgelöst worden. Zur Zeit der Gründung gehörten ganz konkret 55 Betriebe aus diesen beiden Bezirken zum Möbelkombinat. Also 11.000 Mann, haben Sie vorher die Zahl gelesen. Ein relativ großes Kombinat. Auch hier gab es ein paar Ausnahmen, die später mehr oder weniger korrigiert wurden. Also wenn Sie da unten lesen, VEB Schulmöbel Herrenburg, an den habe ich noch Erinnerung. Herrenburg lag an der deutschen Grenze, irgendwo im Norden, also Richtung Mecklenburg. Ich bin Anfang 1981 dorthin geschickt worden, um die Rechenschaft des Betriebsdirektors abzunehmen. Das war an sich erstmal keine große Aufgabe. Das Problem war nur, dahin zu kommen, denn als einfacher Mitarbeiter stand mir kein Auto zu und da musste ich mit dem Zug dahin fahren. Und als ich dann in Herrenburg ausgestiegen bin, habe ich mich so mal umgedreht und habe dann ein riesiges Tor gesehen. Wenn ich so weitergelaufen wäre, wäre ich irgendwann im Westen angekommen. Da war also die Eisenbahnlinie in den Westen mit einem riesigen, als ich da war, offenen Tor. Das Möbelkombinat Dessau also wurde 1979 gegründet. Aus diesen 55 Betrieben hat man dann durch Angliederung, durch Zusammenschlüsse später weniger Betriebe aufgebaut. Es waren, ach so, das zeige ich Ihnen da sogar noch. Da sehen Sie mal so ein bisschen, das können Sie jetzt nicht alles lesen, so ein bisschen die Übersicht. Es gab viele große Betriebe, also Dessau war ein großer Betrieb, 1200 Mann. Da sehen Sie Eisleben mit 700 Personen. Und dann sehen Sie viele kleine Betriebe, da unten mit 13 Mitarbeitern. Und diese kleinen Betriebe sind dann alle irgendwann mal zusammengeschlossen worden. Und es wurden dann größere Betriebe gegründet. Problem eben, das habe ich schon mal angedeutet, die Zersplitterung wurde in der Regel nicht beseitigt, konnte nicht beseitigt werden. Ach so, muss ich noch was zu sagen. Die Betriebe, die 22 Betriebe, haben alle Wohnraummöbel, Schlafraummöbel und Küchenmöbel hergestellt. Mehr oder weniger natürlich. Dann sehen Sie, gibt es eine Gruppe von Polstermöbeln, das sagt der Name, in dem Fall war man so relativ exakt, gab es viele Polstermöbelbetriebe.
Und dann sehen Sie auch wieder zwei, drei große Möbelwerk Magdeburg. Über das Möbelwerk Magdeburg habe ich die zweite Chronik geschrieben. Und die war deshalb ganz spannend, weil das Möbelwerk Magdeburg einen Vorläufer hatte vor dem Krieg. Und nach dem Krieg wurde der Vorläufer enteignet. Das war die Mundlos-Nähmaschinen AG in Magdeburg. Mundlos war also ein großer Nähmaschinenbauer. 1870, 80 gegründet ungefähr. Ein großer Nähmaschinenhersteller, auch bekannt in Deutschland, für seine Qualität bekannt. Einen der letzten Herren von Mundlos habe ich gefunden und der hat dann ein Vorwort für meine Chronik geschrieben und da bin ich ein ganz klein wenig stolz. Ich zeige das nicht so, aber er hat geschrieben, das, was ich herausgefunden habe, kannte er fast alles nicht. Und das ist natürlich eine schöne Aussage. Und dann sehen Sie, gibt es noch ganz unten rechts, großen Betrieb VB Stahl und Industriemöbel Altmark in Stendal. Stendal hat also Stahlrohrmöbel produziert. Alles an gängigen Stahlrohrmöbeln in der DDR, nicht alles vielleicht, aber vieles hat er produziert. Nach der Wende ist er wie viele andere abgewickelt worden. Jetzt sind da noch 10 Mann tätig ungefähr. Früher waren das also 700. So, und jetzt gab es noch zwei Gruppen. Ja, eigentlich drei Gruppen müsste man sagen. Die linke obere Gruppe haben Kleinmöbel hergestellt, also alles, was sie in Dielen früher gefunden haben. Da gab es noch einen schönen, spannenden Betrieb, VBS-Bar Kindermöbel und Sparterie Blankenburg im Harz. Die haben das Kinderbett der DDR hergestellt, was Sie vermutlich alle kennen oder gehabt haben. Das Kinderbett mit den Holzleisten, die dann mit Plaste bezogen waren, haben die dort hergestellt. Wer weiß noch, was Sparterie-Erzeugnisse sind? Das sind ganz einfach die Strohhüte. Aber die sind natürlich nicht aus Stroh, die Hüte. Die waren aus Weichholz und das Weichholz kam aus dem Baltikum. Auch da habe ich noch so ein bisschen Erinnerung. Da gab es dann also ganz schlichte und einfache Hobelbänke, wo dann die Späne aus Weichholz gehobelt wurden, die dann durch viele Heimarbeiter, ich glaube 200 ungefähr Heimarbeiter, zu vielen schönen Erzeugnissen zusammengebaut wurden, zusammen genäht wurden, müsste man in dem Fall sagen. Also nicht bloß die Hüte, die haben Taschen und viele andere Erzeugnisse aus solchen Möbelspänen genäht. Die rechte Gruppe oben stellte Schulmöbel her. Alles, was fast alles wieder, was so in der Schule von ihren Kindern benutzt wurde, kam aus Halberstadt oder aus Stahlrohrmöbel Rotta, also in der Nähe. Auch da habe ich in Wittenberg habe ich gerade einen Artikel veröffentlicht über Stahlrohrmöbel Rotta. Da sehen Sie Schulmöbel Wurzen, war auch ein interessanter Betrieb, die haben Wandtafeln produziert. Und am Ende gab es noch so ein paar kleinere, die sollten den Rationalisierungsmittelbau im Kombinat organisieren, was mit denen natürlich so gut wie gar nicht gelungen ist. So, und jetzt gucken wir uns nochmal den Stammbetrieb im Möbelwerk Dessau an. Dort gab es also dann diese Betriebsteile. Roßlau ist dann bald demontiert worden, Köthen auch. Über Köthen ist eine schöne Sache noch bekannt. Die haben also nach dem Krieg, ich weiß nicht genau, ob es noch eine Reparationslieferung war, Fenster für die Lomonossow-Universität geliefert. Und in Bernburg gab es einen Betrieb Spiegelchemie. Die haben ganz schlicht und einfach die Glasbauteile für Schrankwände hergestellt. Max Ermes war der Gründer des Privatbetriebes etwas vor dem Ersten Weltkrieg. Und das war ein richtiger Erfinder. Der hat nämlich die Verspiegelung von Glas entscheidend verbessert. Er hat es nicht erfunden, glaube ich, aber er hat es entscheidend verbessert. Und insofern gibt es also eine ganze Reihe von Unterlagen. Auch da habe ich mal einen großen Artikel veröffentlicht, wo der Max Ermes dann
mit seinen Erfindungen zum Vorschein kommt. Das folgende Bild sehen Sie, stammt aus Alten, aus dem Heimatverein Alten und zeigt also den Betrieb in Dessau-Alten. Das Problem in Dessau-Alten war die veraltete Bausubstanz, die konnte also auch nie so richtig verändert werden und eine richtige rationelle Fertigung war also nicht so ganz gegeben. Da oben steht noch etwas von Kombinatsverwaltung, das ist, glaube ich, nicht so ganz exakt, aber das soll uns nicht stören. Jetzt sind wir beim Küchenmöbelbetrieb Dessau-Alten. Also gucken wir uns mal ein paar Beispiele für Küchenmöbel an. Frage, was hat denn das eigentlich angefangen? Da gibt es wieder eine klare Antwort zu. Es gab eine Reformküche, 1926, also ein konkretes Datum. Im Jahr 1926 hat eine Architektin Arbeitsstudien in der Küche betrieben. Wenn Sie das Jahr 1926 hören, dann fällt Ihnen ja vielleicht ein, dass in der Zeit die wissenschaftliche Arbeitsgestaltung begonnen hat. Und das war der Herr Taylor aus den USA. Der Herr Taylor hat in den Fordwerken in den USA die wissenschaftliche Arbeitsorganisation eingeführt und hat also Ford zu riesigen Mengen an Autos verholfen. Frage, woher hat er sein Wissen, der Herr Taylor? Das ist ganz einfach, der war in Chicago tätig, nämlich in der Schlachterei, in den Großschlachtereien in Chicago und hat dort gelernt, wie man Arbeitsgänge zerlegt in einzelne Handgriffe. Und das hat die Frau Schüttel-Lihotzky eben auch analysiert und hat dann so eine einheitliche Küche entworfen, eine Reformküche. Sie sehen, relativ klein, was für schlanke Frauen demzufolge. Und über die Reformküche gibt es dann viele schöne Bilder, das habe ich mir alles erspart. Die wurde dann also seit der Zeit in großem Umfang in Deutschland produziert. Wir machen einen kleinen Sprung und kommen zu dem Küchenmodell, was Sie vielleicht alle kennen. Adria, das Küchenmodell ungefähr 1977. Wenn jetzt die Jahreszahlen nicht so stimmen, sitzt da ein kompetenter Vertreter, der mich korrigieren kann. Also, da sehen Sie ein Küchenmodell. Das nächste kennen Sie vielleicht auch alle. Auch das stand in unserer Küche, das ist die Küche mit den Schalengriffen. Und zwei Bilder habe ich, glaube ich, noch. Da sehen Sie ein Modell Rustikal, das ist 81. Schon sehr schön, sehr modern, bilde ich mir ein. Und dann gibt es zwei kleine Modelle. 1984. Die DDR hatte also eine ganze Reihe von Küchenproduzenten und über einen davon, nämlich den VW Möbelwerk Salzwedel, schreibe ich gerade eine Chronik. Auch das ist ein ganz spannender Betrieb. Auch da gab es einen Betriebsdirektor, der sein Leben lang dort im Betrieb verbracht hat und den Betrieb richtig vorangebracht hat. Nach der Wende ist das Ganze ganz schnell eingestellt worden. Jetzt kommt ein schönes Bild. Da möchte ich von Ihnen wissen, wer der Herr im Mittelpunkt ist. Und ich meine natürlich den hier links. Das ist der Herr Geithner, also der damalige Kombinatsdirektor. Sie sehen, das war auf der Messe. Wann genau, weiß ich nicht mehr. Es kann also nur 1980 oder 81 gewesen sein, wo er Generaldirektor war. Und Sie stehen offensichtlich vor dem Stand vom Möbelkombinat Dessau. Die anderen kennen Sie alle, da muss ich nichts zu sagen. Der Herr Geithner wurde dann irgendwann abgelöst, 1982 glaube ich. Und dann kam der Herr Jacobi, der ist also vor kurzem gestorben, was ich sehr bedauert habe, denn er war ein sehr guter Direktor, er hatte ein großes Wissen und er hatte auch ein Durchsetzungsvermögen. Und das Schöne ist, dass ich also jetzt von ihm aus seinem Nachlass vier Unterlagen von seiner Frau geschenkt kriege. Und den Herrn rechts daneben kennen vielleicht einige auch, das ist der Herr Karl-Heinz Akte, der ist krank heute, sonst wäre er hier gewesen, der lange Jahre Direktor des Spanplattenwerkes in Roßlau war.
Also er hat maßgeblich das Roßlauer Spanplattenwerk aufgebaut. Und zwischendurch war er 2 oder 3 Jahre technischer Direktor im Möbelkombinat. Er war technischer Direktor in einer Zeit, an die Sie vielleicht auch noch ein wenig Erinnerung haben, nämlich das war die Zeit, wo wir in der DDR etwas umgestellt haben. Wir haben nämlich von der Erdölheizung auf Braunkohlenheizung umstellen müssen, weil die Russen nicht mehr so viel geliefert haben. Heute machen wir das Gleiche wieder. Nur heute nimmt keiner mehr Rücksicht darauf. Damals wurde das so organisiert, dass die Braunkohlenkessel irgendwann dann, ja, nach einer gewissen Planungszeit, alle in Betrieb genommen werden konnten. Und jetzt gibt es erneut eine Zäsur. 1985, zum 31.12., wurden 2 Kombinate aufgelöst. Das Polstermöbelkombinat Elsa-Rabenau, das wurde an das Kombinat in Dresden angegliedert. Was auch logisch war, allein von der räumlichen Lage, und die Betriebe von Dresden und von Elsa-Rabenau lagen alle im einheitlichen Einzugsgebiet. Insofern war das ganz logisch. Das Möbelkombinat Dessau wurde auch aufgelöst. Ich habe lange gesucht, um im Bundesarchiv Unterlagen zu finden. Ich will ja wissen, warum. Ich habe dann auch was gefunden, erst vor kurzem. Es ist also nicht so einfach, in so einem großen Archiv zu suchen, weil man dann sehr oft nicht so die genauen Begriffe kennt, nach denen man suchen muss. Und irgendwann hatte ich einen Blitzeinfall. Und dann habe ich 2 Unterlagen gefunden. Die erste Unterlage besagt, dass die Auflösung der beiden Kombinate im Politbüro vor Erich Honecker behandelt wurde. Und die zweite Unterlage besagt dann noch, dass auch der Ministerrat, das Präsidium des Ministerrats der DDR, beraten hat. Warum die beiden so dann wirklich aufgelöst wurden, steht da aber auch nicht drin. Da stehen so ein paar allgemeine Gründe drin. Ein klarer Grund ist nicht bekannt. Mir hat ein langjähriger Mitarbeiter aus Berlin dann mal erzählt, man wollte größere Kombinate schaffen. Also in Berlin, in der Hauptstadt, ist klar. Und dann in Dresden wollte man größere Kombinate schaffen. Und dann hat man die beiden Kombinate ausgewählt. Also Elsa als kleines, Dessau war ja nicht so ganz klein. Und hat sie beide aufgelöst und hat die Betriebe dann an Berlin und an Dresden angegliedert. Jetzt sehen Sie noch ein ganz spannendes Bild. Es war damals üblich, dass die Möbelbetriebe, andere Betriebe auch mit konsumierter Position, Hausmessen veranstaltet haben. Das war eine Hausmesse in Magdeburg. Hier im Vordergrund sehen Sie Wolfgang Jacobi, den Generaldirektor. Da links im Hintergrund steht ein Mann, das war Betriebsdirektor vom VEB Holzindustrie Halberstadt. Die haben dort also Schulmöbel produziert. Der Mann hier in der Mitte, zwischen Wolfgang Jacobi und dem Mann, der uns den Rücken zudreht, der sitzt hier im Saal, das ist der Herr Rainer Zaren, der war damals Formgestalter, Chefformgestalter in Dessau. Und rechts, der da zu uns guckt, das war der TKO-Leiter. Völker hieß er, Vornamen weiß ich auch nicht. Und jetzt gibt es noch eine schildernde Figur. Der Mensch mit dem Rücken zu uns war Hans-Heinrich Simon. Hans-Heinrich Simon kommt aus Quedlinburg. Sein Vater hat dort eine Tischlerei gegründet, die wurde später PGH. Die PGH wurde von Simon geleitet, da gibt es auch ein schönes Protokoll eines Gespräches, was mit ihm geführt wurde zur Verstaatlichung. Und dann wurde Hans-Heinrich Simon 1982 Absatzdirektor im Möbelkombinat in Dessau. Er war Mitglied der LDPD. Erst dann später, als das Möbelkombinat Dessau aufgelöst wurde, ist er als Vertreter der Möbelindustrie der DDR nach Frankreich gegangen. Eine schildernde Figur deshalb, weil der Hans-Heinrich Simon einen Ausweis Nummer 22 besessen hat. Er war Mitglied des Staatsrates der DDR, also eine bekannte Persönlichkeit. Er wurde immer mit dem Auto und mit Polizeibegleitung abgeholt und nach Berlin kutiert. Und den Ausweis kann man sich heute noch
in Berlin im Bundesarchiv ansehen. Da sehen Sie. Hat noch jemand so einen Ausweis von Ihnen? Nummer 22, also der erste war, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, Walter Ulbricht, und da kamen so viele andere. Und ich glaube, das war also der letzte Ausweis, Nummer 22. 20 Mitglieder gab es, also zwei müssen irgendwann ausgestiegen sein. Und er war dann eben Mitglied des Staatsrates. Der Betrieb Möbelwerk Quedlinburg existiert nach wie vor. Seine Söhne haben den Betrieb wieder übernommen. Bei den Herren habe ich dann mal versucht, eine Chronik, sie für eine Chronik zu begeistern. Die hatten aber kein Interesse. Die haben einen größeren und sicheren Betrieb und haben kein Interesse mehr an so solchen Chroniken, an solchen Spielereien, ganz schlicht und einfach. So, am 01.01.1986 gab es also das Möbelkombinat Dessau nicht mehr. Dann war es wieder der VEB Möbelwerke Dessau. Und jetzt stellen Sie sich vor, das Kombinatsgebäude habe ich Ihnen vorhin gezeigt, das kennen Sie auch mehr oder weniger alle. Der Sitz des Kombinatsgebäudes in der Köthener Straße 7 war reine Verwaltung. Da gab es so gut wie keine Produktion, da war hinten nur eine längliche Halle mit einem Zuschnitt von Bauteilen. Alles andere war in anderen Orten. Und hier hat man dann etwas geschaffen, und das hat man ausdrücklich vereinbart zur Kombinatsauflösung, nämlich dass der Betrieb Möbelwerke Dessau so bestehen bleibt. Man hat viele Betriebsteile zugeordnet und die Leitung des Betriebes saß ja, auf einer einsamen Insel, könnte man sagen. Und dann sehen Sie, diese Betriebsteile mit verschiedenen Produktionsstätten gehörten dann alle dazu. Also Alten ist klar, Wittenberg war dann, Bernburg als Glaszulieferer, der Maschinenbaubetrieb, der war dann am Ende noch übrig und hat dann auch Ratiomittel hergestellt. Das Vorfertigste in Köthen, Rosslau und noch ein Betrieb Möbel Zerbst. So, und jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt würde ich nur noch mal zwei oder drei Dinge zeigen. In Dessau gibt es dann also noch einen Nachfolger, Reinhard Herzer, also ein kleines Unternehmen, was Möbel herstellt. Ein Bild sehen Sie dort. In Rosslau gibt es noch einen Nachfolger, Möbelfertigung und Innenausbau bei Rosslau, also Richtung, weiß nicht so, irgendwo am Rand von Rosslau sitzen die, die also auch noch in bescheidenem Umfang produzieren. Und in der Köthener Straße 7 gibt es noch die Firma Goldbach Kirchner, irgendwo aus dem, ich habe vergessen woher, weit im Süden steht das Hauptwerk. Vorher, bevor sie das übernommen haben, gab es den Betrieb Systemmöbel GmbH. Und jetzt sitzt also dann noch eine etwas größere Fertigung dort in der Köthener Straße. In Köthen gab es eine Firma Eggerath, über die ich überhaupt nichts weiß. Die war dann irgendwann 2011, ein Jahr vorher fing das an, insolvent und dann wurde wie üblich der Ausverkauf organisiert. Letztes Bild. Das Buch zum VEB Möbel vor die Biesenthal habe ich vorhin gezeigt. Hier ist noch das Buch zum Nähmaschinenwerk und VEB Möbelwerke Magdeburg zu sehen. Das sind also die beiden Chroniken, die ich bisher veröffentlichen konnte, und ich hoffe, dass dann noch ein paar dazukommen. So, wenn Sie also jetzt noch Fragen und Wünsche haben, ich höre schon auf, meine Regierung droht schon etwas, weil es so lange dauert. Wenn Sie also noch Fragen und Wünsche haben, dann können Sie das jetzt noch äußern. Ansonsten danke ich Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. Dankeschön. Also wenn keiner was sagt, sage ich nochmal, ich suche alles an Unterlagen, was es noch gibt. Bilder, Brigadetagebücher, alles, was Sie so noch in Ihrem riesigen Keller in geheimen Ecken finden, könnte man noch für eine Chronik in Dessau verarbeiten.
Oh, okay, bitte. Worin sehen Sie denn jetzt den Grund, wenn jemand mal früher 1,5 Millionen Schlafzimmer gebaut hat, warum haben die alle die Türen zugeschlossen und machen nichts mehr? Normalerweise, wenn ich jetzt vorhin wieder ja. gewesen wäre, wäre das nicht mehr Faust, ehemaliger Betrieb, sondern wieder Meiner. Ja. Und dass die alle völlig richtig. Das aufgegeben haben, das wundert mich. Ja, es gibt sehr unterschiedliche Gründe. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Es gab einen Betrieb in Kröchern, also irgendwo in der Altmark. Das waren 60, 70 Mann zu DDR-Zeiten. Der Betrieb wurde privat gegründet. Der Nachfahre von dem Gründer war lange Jahre Betriebsdirektor. Und er hatte den Ehrgeiz, nach der Wende den Betrieb zurückzukaufen. Mit dem habe ich heute guten Kontakt und von dem habe ich viele schöne Unterlagen gekriegt, um eine Chronik zu schreiben. Wenn wir uns den Betrieb, einen Betrieb Möbelwerk Gardelegen ansehen, da war lange Jahre IKEA drin. Irgendwann war die Fertigung zu teuer und IKEA hat alles nach Polen, glaube ich, verlagert. Da vorne steht noch Magdeburg. Über den Käufer von Magdeburg könnten wir gerne nochmal einen Vortrag halten, nochmal die gleiche Zeit. Das war ein Herr Bruno Steinhoff. Der Herr Steinhoff hat im Westen ein großes Imperium Möbelhandel aufgebaut. Er war nach IKEA der zweitgrößte Händler. Bitte? Ich habe Sie nicht. Okay, ja, da haben Sie recht, weltweit, stimmt. Der Herr Steinhoff hat sich schlicht und einfach übernommen, beziehungsweise er hatte dann ungefähr 2014, 2015 einen Geschäftsführer, der nicht so ganz sauber war. Und dann war plötzlich die Insolvenz da. Die Aktie von Herrn Steinhoff war dann noch 10 Cent wert und das Ganze wurde dann eingestellt. Herr Steinhoff hat 6 Betriebe in der DDR gekauft. Die sind genau bekannt. Er sollte 1,5 Millionen ungefähr bezahlen. Ob er sie bezahlt hat, weiß keiner. Das hat nämlich damals keiner kontrolliert. Und der Herr Steinhoff hat ganz schnell 1991, 1992 die Fertigung von Magdeburg nach Polen verlagert. Und so könnte die Erzählung weitergehen. Viele Betriebe sind also schlicht und einfach, haben entweder schlicht und einfach keinen Investor gefunden oder sind dann schnell dicht gemacht worden, weil woanders die Fertigung preiswerter war. Bitte laut. Das wäre die... Ja, haben Sie völlig recht, das wäre die Quintessenz. Der Westen konnte keine Konkurrenz gebrauchen aus dem Osten. Auch wenn die Spanplattenwerke zum Beispiel, die es in der DDR gab, einige, 3 oder 4 ganz modern waren, also das Spanplattenwerk Riebnitz oder das Spanplattenwerk in Tangermünde, die waren ganz modern. Die sind letztlich irgendwann alle eingestellt worden, demontiert worden, weil der Westen die Konkurrenz nicht brauchte. Nun dachte ich noch, Sie sagen noch was zum Billigregal. Ja. Aber, dass die Filme, dass man immer im Fotoladen sagt, stellen Sie Filme in die Schrankwand, weil die dann farbstichig, weil da so viel Gift rauskommt. Ja, also das Billigregal wurde in Gardelegen hergestellt. Gardelegen ist auch verkauft worden an ein, ich komme jetzt nicht drauf, doch, es war, ich glaube, es war IKEA. An IKEA verkauft worden. Gardelegen hat noch ungefähr 10 Jahre, glaube ich, gearbeitet. Auch dann wurde das Ganze eingestellt, weil Polen eben schlicht und einfach preiswerter war. Aber Gardelegen ist noch zum Beispiel, wo das Überleben über längere Zeit organisiert werden sollte. Aber es sind eben die wenigsten, die das Überleben sichern konnten. Es gibt ein Beispiel noch aus Naumburg, das Möbelwerk Naumburg. Da gibt es den letzten technischen Direktor, der hat ein Möbelhaus aufgebaut. Der Herr Akte hier aus Dessau kennt den technischen Direktor und ich wollte mit dem auch reden. Der hat es aber schlicht und einfach abgelehnt und ehemalige Kollegen haben mir dann gesagt, er war nicht so ganz sauber bei der Übernahme. Der hat seine ehemaligen Mitarbeiter, naja, etwas übervorteilt. Er hat sie rausgeschmissen letztlich und hat nur nach Klage noch eine Abfindung gezahlt. Dafür ist er heute Millionär. Das ist auch noch so ein schönes Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Beispielen. Es gibt noch ein Beispiel. Es gab
Sie haben vorhin gesehen, zwei Betriebe in Bennigenstein. Ein Betrieb in Bennigenstein hat Schlafraummöbel, ich glaube auch Wohnraummöbel hergestellt. Da gab es noch einen kleinen Stuhlproduzenten, der VW, ich komme jetzt nicht auf den genauen Namen, ein kleiner Produzent von Stuhlmöbeln. Der Absatzdirektor Hans-Heinrich Simon hat 1982 ungefähr den Export von Gartenmöbeln aus Buchenholz weiß lackiert organisieren müssen. Und er hat dann den Stuhlmöbelproduzenten umprofiliert auf solche Gartenmöbel, die dann in die BRD exportiert wurden. Der hat seinen Betrieb erst vor kurzem an einen Nachfolger übergeben. Aber eben auch nur ein kleiner Betrieb. Gut, ich kann gerne noch weitermachen, das bringt aber keine neuen Erkenntnisse. Und die Hälfte schläft dann ein, das wollen wir auch nicht. Noch Fragen, bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Nochmal herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihren wunderbaren Vortrag, lebendig. Sie haben uns auch einige Anekdoten und einige Dinge erzählt, die man so sicherlich selten hört. Vielen herzlichen Dank. Und nochmal an Sie, tragen Sie es weiter. Herr Müller sucht nach Belegen zur Geschichte dieses Industriezweiges, Wirtschaftszweiges in unserer Stadt. Auch wir als Stadtarchiv sind immer an Belegen interessiert, denn auch bei uns, ich habe nachgesehen, zum Möbelkombinat gibt es fast nichts bei uns in den Beständen. Also auch da sind wir an Auffüllung interessiert, vielleicht auch in Zusammenarbeit dann mit Herrn Möller. Vielen Dank.